Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael, das ist eine weitere Folge Conan Exiles, Age of War, Zeitalter des Krieges, Kapitel 1, Gameplay mit Mods. Unser Schwerpunkt ist ja momentan so ein bisschen die Herausforderung abzuwickeln. Heute haben wir noch übrig, hier Dungeon Hort der Skorpionkönigin abschließen. Den werden wir zusammen machen. Ihr seht, ich habe hier schon ein bisschen angefangen, reptilische Monstrositäten zu besiegen. Und ihr habt den epischen Kampf gegen einen Teufelkönig verpasst. Das ist bitter, oder? Gut, der hat nur ungefähr 2 Sekunden gedauert, aber der war schon episch. Also, ich würde sagen, wir gehen zur Skorpionkönigin, sprich die Silbermine. Da war ich eh noch nicht drin, seit dem Update. Mal gucken, was, was geht oder was nicht geht. Die war ja schon ein paar Mal richtig übel verbuggt, was die Begleiter angeht. Und da schauen wir einfach mal vorbei, wie es jetzt aussieht. Ich würde euch dazu holen, wenn ich vor Ort bin. Das heißt, ich werde, beziehungsweise wenn wir in Seppo Meru sind, in meinem Dingsbums da, in meinem kleinen Outpost. Und dann schauen wir bei der Skorpionkönigin vorbei. Dann bis gleich. So, wir sind hier mal an meinem Außenposten. Oh, wir reiten am besten da lang. Da war jemand fleißig. Eine Brücke. Sieht aus wie eine Soda-Brücke. Die ist halt so da, weil da drüben ist nichts. Da sehe ich nichts. Aber eine Brücke. Ist ja auch schon mal was. So. Ja, ich bin gespannt. Die Silbermine ist natürlich grundsätzlich eh interessant. Warum? All die Weile jetzt mit den Schätzen sammeln. Silber bringt jetzt nicht so viel. Bringt ja nur einen Wertpunkt, wenn man so möchte, für... ein Silberbarren, 3 Punkte, also nur ein Zehntel von dem, was Gold bringt, ist aber viel einfacher zu farmen. Bin ich überhaupt richtig? Ich glaube mir hier... Ja, klar. Nur noch ganz kurz hier den Scorby legen. Ja, komm. Hallo. Ich hätte gern... das, was du hast, also hauptsächlich den Schlüssel. 0 Reaktion. Also da müssen sie unbedingt was dran drehen. Also ich finde das Agro-Verhalten ähnlich wie die Lebenspunkte etwas zu weit runtergedreht. Ach, da war ich den gerade so, hä? Ich denke, der ist tot hier. Und Ruhe plündern. Ein Item, Entschuldigung. Ein Item aus der Amberlight Collection. Ja, das Aggro-Verhalten ist... Bin ich denn hier? Ich muss links rüber, oder? Nashorngrad. Ja, darüber muss ich. Aber ich denke, das wird schon noch. Das Blöde an diesen Balancing-Geschichten ist, dadurch, dass wir Conan ja jetzt nicht nur auf PCs haben, sondern eben auf Konsole, ist das Thema natürlich ein ganz anderes. Das heißt, die haben ja diesen Zertifizierungs-Mumpitz auf einer ganz anderen Level wie das, was bei Steam ist. Und bei Steam lädst du halt dein Zeug hoch und gut, es ist deine Verantwortung, was du da veröffentlichst und was nicht. Ihr seht, alles voller Silber hier, also und bei Sony und bei Microsoft, man muss da eben das Ding eingeben und dann gibt es einen Zertifizierungsprozess und die lassen sich das gut zahlen und
Okay, gehen wir mal rein. Ja, ich glaube, das ist eben ein Problem, weil das kann recht teuer werden. Ich liebe diese Maske. Ich liebe sie. Hier drüben gibt es dann noch ein, für die, die hier noch nie drin waren, hier drüben gibt es noch ein Paper. Könnt ihr mal, danke. Hier liegt was, genau. Hier. Da geht es eben darum, dass die nicht so tief graben sollen. Was ich ein bisschen schade finde hier, habe ich schon mal gesagt, wo wir hier waren, nichts zum Anklicken, nichts zum Aufmachen. Schön, wie oft schön gemacht, also wirklich stimmig und alles. Aber das vermisse ich schon ab und an mal. Ah, okay. So. Und hier wieder Scorby. Hier gibt es dann auch jede Menge. Was ich hier, ja, was schneller geht, wenn man die Menge abbauen möchte, wäre natürlich mit dem Maskenkeulen, mit dem Spruch, den man über die Zauberei hat. Der Ertrag ist natürlich bei weitem nicht so gut, als wenn man jetzt hier mit einem Sternmetall sammeln würde, aber hier in der in dem Mini-Dungeon, wenn wir es mal so nennen wollen, in dem Dungeon hier hat es eine Menge Stein, Eisen, Kohle und natürlich Silber, dafür ist es ja da hier. Und wir werden eine kleine Runde, wenn wir eine Klettereinlage machen, wenn wir schon hier sind, die Zeit nehmen wir uns. Plus hier unten noch kurz aufräumen. Hier ist dann der nächste Hinweis sozusagen, dass hier irgendwas mit der Höhle nicht stimmt. So. Und jetzt muss ich mal gucken, wo fangen wir an am besten. Ich glaube, das hier ist der geschickteste Punkt. Von der Ausdauer her müsste es eh gut gehen. Es gibt hier bloß ab und zu so Überhänge oder sowas, wo man dann nicht vernünftig klettern kann. Okay, da ist jetzt nichts Besonderes drin. Hier kann es eben auch sein, dass man hier noch Silber und Staubsaug. Silber und Gold findet. So, mal gucken, wo kommt man hier am geschicktesten hoch. War auch schon länger nicht mehr hier. Probieren wir es mal hier. Ich denke gerade, hey, da steht doch schon einer. Und das Pferd hat es auch geschafft. Also so schwierig, ihr seht, ist es hier nicht zu klettern. Selbst mein Pferd ist hier hochgekommen. Weiß ich nicht, lohnt sich das da? War da auch eine Kiste? Ich weiß, dass da drüben noch jede Menge sind. Aber gucken wir mal einfach rüber. Wenn wir schon da sind. Ich probiere mal hier zu drehen. Seht ihr was? Ah, da hat es Kisten, genau. Oh, ein Schatz. Ah, alles nehmen. Also, das ist ein dekorativer Zierteller. Okay, dann kann man schon mal sagen, hat sich's gelohnt. Und wir klettern dann hier außen rum und kommen dann bis da drüben hin. Ich muss mal gucken, man muss hier beim Springen natürlich aufpassen, dass man hier nicht ganz runtersemmelt. So, da drüben ist die nächste Kiste. Da waren wir schon, ja. Okay. Okay, das war ein bisschen weit, aber... Jetzt hier hoch. Ja, klar, man muss jetzt in Schätzen denken, dass alles potenziell, jede Kiste ein potenzielles das Pferd ist. Das ist schon eine kleine Gänse, oder? Ja. Und einen Trank nehmen wir mit. Und ihr seht da drüben
Da drüben war ich. Irgendwo habe ich Aggro her, aber ist mir jetzt egal. Können wir nachher machen. Viertel, du bist ein bisschen nervig. Wäre natürlich jetzt cool, wenn ich mir hier wirklich mehr als einen Schatz rausholen würde. Ah, da noch. Das war jetzt das einzigste Gold und Silber, glaube ich, was ich gefunden habe hier. Weswegen ich eigentlich hier hoch bin. Nein, okay. Ah, ihr seht. Alles gut, alles gut. Okay. So, und dann geht's wieder runter. Bei so Überhängen immer ein bisschen aufpassen. Ich hoffe, ich stecke jetzt hier nicht fest. Weil man dann springt. Bin letztens schon. Okay. Letztens schon runtergeplumpst, weil ich beim Runterspringen nicht mehr an die Wand gekommen bin, weil die zu weit nach innen ging. Ah, da ist der Dom-Dom, der die Angriffsmusik getriggert hat. Ja. Silber, Silber, Silber. Also, wenn ihr Silber braucht, hier auf jeden Fall einen Blick reinwerfen. Ist halt, ja, Faktor 1 zu 10. Also, Gold lohnt sich auf jeden Fall mehr, aber ist auch schwieriger. Hier auf. Im Land der Verbannten, Exiled Lands, ist Gold wirklich deutlich schwieriger. Auf Sipta ist es ja absolut easy, dort Unmengen Gold zu bekommen. So, da seht ihr den Boss. Den musste man früher auf jeden Fall legen, weil der hat einen Schlüssel gehabt für die Truhe, die man dann am Ende vom Dungeon öffnen wollte. Mittlerweile ist es so, der droppt immer noch einen Schlüssel, aber man muss es nicht, weil die Skorpionkönigin jetzt auch einen Schlüssel droppt. Ich bin mal gespannt, ob es immer noch so ist. Sehen wir ja jetzt gleich. Ja, genau. Wir haben schon deinen Kollegen vorher platt gemacht, also mach hier nicht einen auf. Oh. Hey, nicht hier einmischen. Wir sind gerade dabei, ups, den Kollegen hier zu legen. So, fein gemacht. Muss mal ganz kurz was trinken. Ach. Und was essen. So, und dir wollte ich ja eigentlich noch was geben, damit du dich im Zweifelsfall hochheilen kannst. Ein Stück weit wenigstens. Ist nicht das beste Essen, aber zum Leveln. Die soll ja, ist ja eine Hupfdrohne, das heißt, die probiere ich auf Leben zu skillen. Hier gibt es eigentlich, wobei bei der aktuellen Akku-Geschichte weiß ich nicht, ob die wirklich irgendwann mal dazu käme, weil. Okay, den habe ich fast tot gemacht. So, und da oben ist die Königin. Die ist ein bisschen heftiger, die hat eine Chance auf spezielles Gift, was sie fallen lässt. Man hat auch ein Rezept. Dann diese Skorpionkönigin-Gift oder wie das heißt. Das ist nochmal ein potenteres Gift als das, was man normal herstellen kann. Die macht auch mehr Schaden wie ihr männlicher, wie das männliche Äquivalent. Kurz auf die Stamina achten. Kurz die Kleinen wegmachen. Ihr seht, ihr habt mich jetzt einmal gehauen. Und down. Okay, und wir haben die 1500er Challenge erledigt. Das ist ja das eigentliche Ziel gewesen. Und dafür, also, wenn man sich überlegt, es gibt andere Herausforderungen, wo man, glaube ich, ein
Weinkeller abhaken muss oder Kyles Festung, Warmaker Dungeon und dafür sind die 1500 easy. Also das ist wirklich einfach zu machen. Die holen wir uns natürlich. Und ich schließe das nachher noch kurz ab und dann gucken wir uns mal an, was es gibt. Ja genau, jetzt gucken wir mal ganz. Ah, seht ihr, wenn wir plündern, wir haben hier Dietrich und Schlüssel und ich habe bei ihr auch noch ein Machtfragment gekriegt. Nach Gewicht. Das nehmen wir mit. Aber was ist das? Ah, Stein. Stein brauchen wir echt. Ne. Stein brauchen wir nicht mehr. Komm raus. Das ist Eisen, ja, können wir noch mitnehmen, aber Steinwächter brauchen wir nicht. Und hier ist dann die Truhe. Und wie gesagt, für die Truhe brauchen wir ja einen Schlüssel. Und das hat früher der Boss. Und hier ist dies, Dings, das Tableau für das Skorpionköniginnengift. Wie gesagt, das ist recht potent. Und wir haben den Skorpionschutz, den lässt du auch jedes Mal, ist ein hundertprozentiger Drop fallen. Also. Es lohnt sich alle mal hier reinzugehen. Nicht nur wegen Silber, sondern auch wegen der Experience. Ich glaube, ja, das weiß ich. War nicht schlecht, glaube ich. Ich dachte, die hätte irgendwo vorher sogar. Kann mich aber auch täuschen. Nee. Okay, dann würde ich sagen, ich gehe raus. Ich werde mich noch kurz irgendwo. Ups. Geblendet. Geblendet. Ich werde mich noch kurz um die Reptilien kümmern und dann gucken wir mal, was wir aus dem Battle Pass heute abholen können. Ja, wir sehen uns dann in der Burg am Fluss. Bis gleich. So, da wären wir wieder hier in der Burg am Fluss und freigeschaltet haben wir jetzt einmal so eine Kriegstrommel, ein Figürchen, eine kleine Gedenkfigur und ein Emote. Einhändige Waffe müssen wir mal gucken. Wir fordern das mal alles an. Und schauen uns nachher mal noch die hier an. Jetzt gucken wir zuerst mal das Emote. Dazu werde ich wahrscheinlich eine Waffe in die Hand nehmen müssen. Und hier seht ihr jetzt normalerweise, das ist dieses. Okay, das sieht nicht uncool aus. Das sieht nicht uncool aus. Ja. Aber auch hier wird es wieder so sein, dass das nicht einem Thrall zuweisbar ist. Ihr seht ja, sie hört dann auch selber auf. Das heißt, es ist ein getimed. Das sind diese ganzen getimten, die dann von selber aufhören, sind nicht Thrall zuweisbar. Weil es ja keinen Sinn macht, dann würde der nachher eh wieder genauso dastehen. Okay, aber jetzt gucken wir noch ganz kurz uns die zwei Sachen an. Das heißt, hier überliefertes Wissen. Das ist einmal diese Trommel. Jetzt hat mich wieder entweder der Hase oder eine Katze geschubst. Die sind super aggressiv. Seht ihr die? Da ist sie. Die wird Konstruktionshammer. Okay, dann können wir sie direkt bauen. Das müsste dann unter Dekoration hoffentlich sein, oder? Dekoration. Lichter kochen, Clan gefährden, Möbel, nee. Brunnen, Spezial, nee. Okay, gucken wir einfach durch. Hier ist es nicht, da ist es nicht, da ist es nicht. Lichter würde mich jetzt wundern. Kochen kann es auch nicht sein. Clan ist ja nur das Zeug. Gefährden ist das. Möbel. Fashion ist. Ah, Instrumente. Okay, klicken wir an. Wow. Okay, die müssen wir woanders hinstellen. Die ist mir hier drinne. Das ist natürlich eine mächtige Ding.
Wo kennt man die sinnvoll? Die kennt man doch hier haben wir doch eine Menge Hupfdohlen. Wow, 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 okay. Also, die tun wir mal. Ah, was brauche ich denn da dafür? Okay, jetzt habe ich's. Die brauchen wir jetzt. Gucken wir mal. Okay. Ups. So, aber ich kann hier niemanden zuweisen, oder? Nee, ich kann nur selber. Auch schade. Ist jetzt. Ah, das ist wieder. Oh Mann, das ist doch eine vergeigte Gelegenheit, oder? Das wäre es doch gewesen, jetzt hier einen Thrall zuzuweisen, der hier trommelt. Das wäre es doch gewesen, weil Sound bringt sie ja. Ja. Sound macht sie. Okay. Also, das andere war das Figürchen. Da müssen wir noch gucken, wo man das herstellt. Überliebertes Wissen. Da ist Werkbank des Handwerkers. Gucken wir noch schnell. Wie heißt das Ding? Ihr seht, ein Gedächtnis hat eine Halbwertszeit von einem Goldfisch. Token der Erinnerung. Sehr schön eingedeutscht. Token der Erinnerung. Gucken wir zuerst mal, wie groß. Okay, die Trommel ist eine Festival-Trommel. Das können wir oben auf den Tisch stellen. Das ist okay. Oh Gott. Das ist putzig. Ja. Karnickel, ich hatte dich da vorher extra ganz weit weggestellt. Mal auf, so muss ich hier hinstellen, dem Token der Erinnerung. Token der Erinnerung. Geh mal hier kurz in den First Person. Okay. Ah, alles klar. Und, jetzt gucken wir noch mal kurz, aber jetzt haben wir, glaube ich, alles, oder? Quatsch, da wollte ich rein. Das haben wir, das haben wir. Das haben wir uns angeguckt. Das ist cool, das Emote. Aber wie gesagt, macht natürlich keinen Sinn für einen Thrall. Was schade ist, was sehr schade ist. Und, das Wildschwein, da ich habe kein gezähmtes Wildschwein. Von daher kann ich nicht gucken. Ich werde ganz zum Schluss dann alle Sachen wieder in einem Ausstellungsraum aufstellen und dann werde ich mir halt ein Wildschweinchen cheaten. Aber momentan habe ich keins in Reserve, ja. Da freue ich mich drauf. Da bin ich mal gespannt hier auf das Zelt. Okay, das war's erstmal für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, seid so nett, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr mal was Gutes tun wollt, dann abonniert den Kanal, das wird mich wirklich, wirklich freuen. Und wenn ihr ihn schon abonniert habt, dann natürlich vielen Dank an dieser Stelle. Und ansonsten, jo, wäre es cool, wenn ihr einfach in der nächsten Folge wieder mit dabei wärt, hier in Conan Exiles. Age of War, Zeitalter des Krieges, Kapitel 1. Gameplay mit Mods. Oder auch gern in meiner Reihe Isle of Scepter vorbeischauen oder in Mods kurz vorgestellt und Tipps, Tricks und Tutorials. Bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen, passt auf euch auf und immer schön gesund bleiben. Bye, bye.